Servus zu Barbecue aus Franken. Ihr macht so ein richtig schönes American Barbecue. So richtig schön mit Brisket, mit Ribs, mit Wings, mit was weiß ich. Was fehlt euch vielleicht noch? Richtig schöne Nachspeise. Und was passt besser zu so einem American Barbecue als eine richtig schöne, glatte amerikanische Nachspeise? Brownies mit Peanut Butter Ice Cream. Hört sich doch lecker an, Alter. Die machen wir heute, die Peanut Butter Ice Cream. Und natürlich selbstverständlich die Brownies dazu. Das Ganze heute in der Küche. Ab geht's, auf geht's. Viel Spaß damit. Für besagte Brownies brauchen wir ein paar Zutaten. Nicht viel, aber ausgesucht. Mehl, Kakao, also ganz normaler Backkakao ist das. Dann habe ich hier dunkle Kuvertüre. Ich habe richtig schöne Zimmerwaren mit Butter. Ich habe Zucker, ich habe Puderzucker, ich habe Erdnussbutter. Da ist ein bisschen Salz drin. Dann habe ich Backpulver, Eier und diese Butter, die brauchen wir dann zum Ausbuddern unserer Backform. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Wenn ich was vergessen habe, lest ihr natürlich wieder im Rezept, findet ihr unter dem Video. Einfach mal ein bisschen stöbern, da findet ihr es schon. Und außerdem seht ihr das natürlich im Video. Ich brauche es ja dann auch dazu. Ich kann jetzt mit den Zutaten am Brett gleich aber loslegen. Und zwar kann ich den Kakao zum Mehl geben. Und auch das Backpulver kann da gleich mit runter. Das können wir gleich vermischen. Einfach unterrühren. Jetzt müssen wir mit der Schokolade und der Butter an den Herd. In meinem Topf habe ich ein bisschen Wasser und obendrauf eine Schüssel. Und da rein gebe ich jetzt mal die Kuvertüre. Ich habe die deswegen ein bisschen kleiner gemacht, weil es einfach schöner geht dann zum Schmelzen. Und auch die Butter kommt dazu. Ja, und dort drinnen schmelzen wir das Ganze. Im Übrigen mal so ein kleiner Tipp am Rande, weiß wahrscheinlich von euch jeder, aber vielleicht gibt es jemanden, der es noch nicht weiß. Bei Kuvertüre immer aufpassen, dass er A, nicht zu heiß wird, wobei er jetzt das eine Fettglasur wird. Aber trotzdem, Kuvertüre sollte nicht zu heiß werden. In der Regel immer so Körpertemperatur, 37 Grad, sonst wird es grau, was auch blöd bei Kuvertüre grundsätzlich ist, wenn da Wasser reinkommt. Also nehmt eine große Schüssel, dass das nicht überspritzt, also auch wenn es Kochen anfangen sollte aus Versehen, dass kein Wasser reinkommt in die Kuvertüre, weil das kriegt diese weißen Schlieren dann im Schokolade. Ja, und während das jetzt erst einmal so langsam vor sich hinschmilzt, können wir schon mal unsere Form ausfetten. Die Form ist ausgebuttert, kann schon mal auf die Seite. Butter und Schokolade ist auch gleich geschmolzen. Das können wir schon mal vom Wasserbad nehmen. Ich habe es vorhin nicht dazu gesagt, von der Butter sind 25 Gramm nochmal weggekommen. Die brauchen wir jetzt gleich für die Erdnussbutter. Da sind jetzt 150 Gramm drin, also insgesamt waren es 175 Gramm, aber ihr seht es ja im Rezept. Die Schüssel ist weg, eine neue Schüssel hat Platz gefunden. Da rein kommt jetzt die Erdnussbutter, die andere Butter noch, also die 25 Gramm und der Puderzucker. Das erwärme ich jetzt ganz kurz. Also das brauchen wir nicht komplett verflüssigen. Ich tue es jetzt erst einmal grob mit einem Löffel vermischen. Das geht ratzfatz. Das dauert vielleicht eine Minute, eineinhalb über warmem Wasserbad. Dann haben wir den Zustand jetzt. Dann könnt ihr es vom Wasserbad nehmen und mit dem Mixer ein bisschen klein machen. Also richtig schön aufschlagen. So, was ich ganz am Anfang vergessen habe, heizt den Ofen vor. Und zwar Umluft 160 Grad und Ober-Unterhitze, wenn ihr habt, dann 180 Grad. Jetzt müssen wir unsere Eier ein bisschen aufschlagen. Also quasi schaubig schlagen. Die Eier gebe ich mal in meine Rührmaschine. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Stabmixer machen, mit einem Handmixer. Geht alles genauso gut. Zucker gebe ich mit dazu und ein bisschen Salz. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze schaumig schlagen. Das tue ich jetzt hiermit. Also ruhig, was die Maschine hergibt. Und das Ganze so 4-5 Minuten. So, meine 5 Minuten sind vergangen. Die Maschine langsam laufen lassen. Und da gebe ich jetzt dazu meine Schokolade. Und rühre jetzt einfach richtig schön drunter. Und auch das Mehl gebe ich jetzt dazu. Also sprich Mehl und
den Kakao. Lass das auch schön unterrühren. So, passt. Dann verteile ich diese Masse in meiner Auflaufform, also sprich in meiner schönen neuen Form. Da bin ich gespannt, ob das was wird. Dann verteile ich diese Erdnusscreme ein bisschen da oben drauf. Und jetzt gehe ich mit einer Gabel her und versuche das Ganze mal ein bisschen so zu marmorieren. Na, schauen wir, dass wir das Ganze mal noch ein bisschen gleichmäßig bekommen. Und jetzt setze ich einfach mein Trenngitter da oben drauf. Drücke das Ganze nach unten. Jetzt hoffen wir das Beste, dass das auch wieder schön rausgeht. Das Ganze kann jetzt in den Ofen. So, mittlere Schiene. Und ja, für 25 bis 30 Minuten lassen wir das Ganze jetzt mal da drin. Wir schauen ja rein. Oder ich schaue rein. 25 Minuten sind jetzt vergangen. So schaut die Sache aus. Jawohl, fertig. Hoffe ich zumindest. Werden wir aber gleich sehen. Duften tun sie hervorragend. Aber wie gesagt, die sind jetzt noch knalleheiß. Erwarten, bis sie abgekühlt sind. Und dann schauen wir, ob wir das Teil hier auch tatsächlich rausnehmen können. Bin ich selber gespannt. So, alles auf handwarm abgekühlt. Naja, fast handwarm. Ich schaue mal, ob das jetzt rausgeht. Das interessiert mich jetzt einfach. Na, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Das sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Da, 1, 2, 3 Stück hängt es vielleicht ein bisschen. Aber das liegt vielleicht einfach da dran. Ja, es geht schon. Jawohl. So, geteilte Brownies. Schwierigkeit ist jetzt, den ersten rauszubringen. Ich versuche es jetzt einfach mit so einer kleinen Gabel. Doch, das geht ganz gut. Schau. Perfekt. So, der erste ist ein bisschen zerbröselt. Klar, da hat die Oberfläche, das war eben das, was vorhin hängen geblieben ist. Aber der zweite sieht doch richtig gut aus. Versuchen müssen wir den natürlich jetzt auch einmal. Das mache ich jetzt von dem kaputten, weil den anderen. Oh, das ist richtig fluffig hier. Ihr seht mich nicht. Aber ihr hört mich schwärmen. Oh ja, mal noch leicht warm. Herrlich. Und was passt natürlich besser zu einem richtig schönen Brownie als ein richtig schönes Eis? Ja, und das kommt jetzt im Rezept. Für meine Peanut Butter Ice Cream brauchen wir ein paar Zutaten. So viel ist es auch nicht. Ich habe hier Erdnussbutter und zwar richtig schön crunchy. Ich habe Sahne, ich habe Milch, dann brauchen wir ein Eigelb, wir haben Zucker. Ich habe hier ein bisschen Kuvertüre klein gehackt, die brauchen wir später zur Deko. Und auch die Erdnüsse da, die sind frisch gepult. Also keine Salzerdnüsse, kann man auch nehmen, aber mir sind da die normalen lieber. Auch die brauchen wir später für die Deko. Los geht's jetzt mit der Erdnussbutter, der Schlagsahne und der Milch. Die drei Sachen geben wir in einen Topf. Also Milch, Schlagsahne und die Erdnussbutter. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen erhitzen, bis alles aufgelöst ist und bis sich so leichte Blasen bilden. In der Zwischenzeit können wir mal das Eigelb und den Zucker schaumig schlagen. Also das Eigelb und den Zucker. Wahrscheinlich ist die Schüssel jetzt ein bisschen artig groß, aber wird schon gehen. Und jetzt gebe ich ihm. Kennt ihr das? Ihr wisst von vornherein, dass es schief geht, macht es aber trotzdem. Also es war wieder mal so. So geht es viel besser. So, meine Sahne, Erdnussbuttermischung ist ja im Prinzip jetzt auch fast schon soweit. Davon brauche ich jetzt mal so 2 Esslöffel voll. Und die gebe ich jetzt zu diesem Zucker, oder das macht 3 Esslöffel sein. Das wird jetzt auch noch mit runter gemischt. Ihr seht es, richtig schön creamy. Die Masse rühre ich jetzt einfach unter die warme Masse, beziehungsweise Milch, Erdnussbutter und Sahnemischung. So, dann füllen wir das Ganze jetzt gleich wieder um. Beziehungsweise wir können es sogar da drinnen lassen. Setzen einen Topf mit Wasser da drauf und den Topf stelle ich jetzt oben rein. Ja, das geht. So, und jetzt brauchen wir in etwa so eine Temperatur von 75 Grad. Das ist vor allen Dingen wichtig, dass wir auch die Eigeschichte quasi da drinnen unschädlich machen. Also wir sollten auf alle Fälle über 65 Grad kommen, damit wir quasi die Salmonellengefahr nicht auftauchen lassen.
Also 75 Grad wollen wir jetzt mit dem Wasserbad erreichen und dann schlagen wir das ein bisschen auf, beziehungsweise rühren das ein bisschen und lassen das Ganze ein bisschen eindicken. Jetzt ist das Ganze soweit, hat ein bisschen eindicken dürfen. Ich werde das Ganze jetzt runternehmen, draußen rausstellen, also sprich bei mir im Garten auf dem Balkon. Da ist es kalt genug, wir brauchen jetzt im Prinzip Kühlschranktemperatur. Und soweit lassen wir es jetzt runterkühlen. So, meine Eismasse ist abgekühlt. Die kann ich jetzt in meinen Eisbereiter geben, sprich in den Eisbehälter. Und rein in die Eismaschine. Ich gebe zu, nicht jeder hat eine Eismaschine. Da gibt es aber auch relativ einfache Teile, die man so in den Tiefkühler gibt. Und dann halten die für eine Stunde, zwei Stunden, auch einen kleinen Elektromotor dabei. Und auch mit diesen Teilen kann man wunderbar das Eis machen. Und wenn man gar nicht den Aufwand betreiben will, dann nimmt man eben fertiges Eis. Gibt es ja auch, aber mich reizt es heute einfach einmal, das Eis selber zu machen. Also, jetzt brauche ich meinen Rührer, den bauen wir jetzt gar fertig zusammen. Noch aufgesetzt. Ja, um etwa so eine knappe Stunde jetzt. Die Maschine hat abgeschaltet. Jetzt ist mein Eis fertig und so schaut es aus. Mal schauen, ob man es ein wenig so optisch daherbringt. Jawohl, ja. So, ich habe einen ganzen und einen halben von den Brownies auf den Teller. Vom Eis habe ich ein bisschen so eine Art Nocke abgestochen. Bisschen Karamellsoße möchte ich drüber machen, na, wenn sie denn mag. Jetzt mag sie. Ja, weil ja. Von den Erdnüssen, die habe ich ein bisschen klein geschreddert, also einfach so mit dem Messerrücken ein bisschen zerdrückt. Ganze, die legen wir noch mit dazu. Das Auge ist ja wie bekanntlich mit. Ein bisschen von den Schokoflocken noch drüber. Das passende Werkzeug nur dazu gelegt und schon können wir versuchen. Das werden wir jetzt tun, allerdings an gewohnter Stelle. Ein schönes Dessert. Ich hoffe, dass es euch zumindest gefällt. Optisch könnt ihr das ja nur beurteilen. Geschmacklich, dann müsst ihr es noch machen. Ihr findet ja, wie gesagt, die beiden Rezepte unter dem Video. Ja, tut euch das an. Wenn ihr sagt, okay, wie gesagt, Eis ist mir der Aufwand zu groß, dann lasst das einfach. Nehmt ihr Eis vom Händler eures Vertrauens. Aber zumindest den Brownie, ich glaube, den kann man selber machen. Der ist wirklich richtig schnell gemacht. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal versuchen. Ich meine, ich weiß natürlich, dass der Brownie gut ist. Den habe ich natürlich gestern schon versucht. Habt ihr ja mitbekommen. Aber ich werde nichtsdestotrotz jetzt mal so ein Brownie-Stück davon nochmal probieren. Wie gesagt, ich habe das gestern gemacht, den Brownie, das Eis heute. Und der hat jetzt noch ein wenig über Nacht richtig schön durchziehen können. Das schmeckt so richtig schön nach Erdnuss. Kostet eine Stelle erwischt. Ja, aber das Eis, das haben wir ja heute gemacht. Das werden wir jetzt einmal probieren. Schön mit Schokolade und Erdnüsse. Das sieht richtig gut aus. Ist auch richtig cremig geworden. Ja, also richtig lecker. Der Aufwand, der ist ein bisschen größer, das gebe ich dazu, mit dem ganzen Abkühlen lassen, mit dem Aufkochen bzw. mit dem Erwärmen. Aber muss man halt machen mit dem Ei. Wenn ihr das nicht machen wollt, lasst das Ei einfach weg. Geht auch ohne das. Also, das Eis ist richtig schön cremig, da ist nichts Kristalliges dabei. Das hat also wirklich den Zucker komplett richtig aufgelöst. Und vor allen Dingen hat es auch die Flüssigkeit, also sprich eben keine, oder beim, jetzt beim Erkalten keine Kristalle gebildet. Richtig schön, gefällt mir gut. Und ja, also, tolle Nachspeise. Denk, passt super zum Barbecue-Kanal in dem Fall. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf alle Fälle hat es nochmal Spaß gemacht, am Herd zu stehen, beziehungsweise am Backofen und Kuchenteig zu rühren und so. Schöne Sache. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal einen Daumen nach oben. Würde mich drüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es in die Kommentare unten rein. Es wird gelesen werden. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Möchtet das aber gerne tun, weil euch diese und viele andere Rezepte gefallen und euch auch interessiert, was da so kommt. Da oben Logo vom Barbecue aus Franken, da klickt ihr bitte drauf. Dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auch mit, wenn es so ab und an mal was aus der Reihe gibt. Wird's. Ja, schöne Geschichte, schöne Nachspeise, euch eine schöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Ich denke, dann kommt wieder Koch- oder Grillrezept. Ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen. Bis die Tage. Tschüssi. Das Eis ist richtig lecker. Und in der Kombi mit dem Brownie. Herrlich. Genau so.